So, ich habe jetzt ein Problem. Ich kann Far Cry 4 nicht beenden. Denn ich habe die Statue gesprengt. Ich bin zur Statue hingegangen. Bin hier reingeklippt. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich kann das Spiel neu starten. Ich spawn hier. Ich kann mich umbringen, wie ich lustig bin. Ich spawn wieder in der Statue drin. Das kann doch nicht angehen. Ich habe 30 Stunden meines Lebens in dieses Dreckspiel investiert. Und jetzt kann ich es nicht durchspielen. Er scheitert wortwörtlich an Paganmin. Das ist... Nein. Einfach nein. Amita, das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg nach Palast. Kann man das irgendwie... Hatte jemand ähnliche Probleme? Kann man das lösen? Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das Spiel doch noch durchspielen kann? Oh. Schnellreisen geht ja bekanntlich auch nicht. Ja. Toll. 10 out of 10. Bestes Spiel 2014. Keine Zweifel. Es ist toll. Ja. Was Spritzen nämlich reinpumpen. Vielleicht hilft das irgendwie. Nö, natürlich hilft das nicht. Ja. Das war Far Cry 4. Nettes Spiel. Eigentlich nicht. Sollte man nicht spielen. Ja. So, ich hab's rausgeschafft. Dank einem YouTube-Video. Und anscheinend haben dieses Problem wirklich sehr viele Leute gehabt. Deswegen es umso mehr verwunderlich ist, dass es Ubisoft bis heute nicht gepatcht hat. Die Frage ist jetzt halt, wie bin ich da rausgekommen? Wie bin ich aus dieser Todesfalle entkommen? Das ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man weiß, wie es geht. Man nimmt Fleisch, werft es dorthin, warte, bis ein Tier kommt. Er schießt es. Und häutet es. Und das alles durch die Wand. Denn durch die Häutungsanimation klippt man sich wieder heraus. Ich wusste nicht, dass diese Funktion so funktioniert, dass man, wenn man ein Stück Fleisch wirft, sofort ein Tier auftaucht. Ich dachte, das läuft eher so ab wie in Far Cry Blood Dragon, dass man einfach nur diese Blood Dragons, ja, locken kann. Aber diese Funktion hat mich gerettet. Gott sei Dank hatte ich Fleisch im Inventar. Wenn ich kein Fleisch im Inventar hätte, wäre ich gearscht. Dann wäre ich da nie wieder rausgekommen. Also... Ja. Spielt dieses Spiel nicht. Alle, die es schon spielen wollten, haben es eh schon getan. Aber die jetzt mit dem Gedanken spielen, hey... Wie soll ich Far Cry? Warum nicht? Ihr habt ja die Antwort. Dieses Spiel ist scheiße, verbuggt und... Macht keinen Spaß. Ich meine, ist das echt niemandem aufgefallen, dass erst wenn man sich bewegt, die Tageszeit voranschreitet. Ich bleib stehen und der Mond steht in seiner Position. Ich bewege mich. Er bewegt sich. Ich bleib stehen. Er bleibt auch stehen. Ich bewege mich. Er bewegt sich auch. Das ist so awkward. So, ich bleib stehen. Ich bewege mich. Ich bleib stehen. Bewege mich. Das ist Bullshit. Warum? Das ist kein gutes Design. Übrigens, auch wenn ich meine Kamera bewege, passiert das. Das ist ziemlich strange. Ich kann mir das niemand erklären. Warum ist das so? Ist das Faulheit? Woran liegt das? So, ich lasse es mal Tag werden. Oh mein Gott, ist das dumm. Das ist so dumm. Ja. So. Ich lasse nochmal schnell den Mond hinter dem Berg verschwinden. Und er ist weg. Ich rutsche. Ja. Das ist ein cooles Feature. Ja. Harte!
verbringe erstaunlich viel Zeit damit, mich für Yumas ersten Eindruck zu entschuldigen. Sie hat ein besonderes Talent dafür, jedes Kennenlernen zu versauen. Es wäre schön, wenn ihr beide euch unter besseren Umständen treffen könntet. Sie war tatsächlich die treibende Kraft hinter vielen meiner Erfolge. Sie schließt Abkommen mit meinen Käufern weltweit, passt auf Nur und Pleur auf und führt nebenbei noch meine Armee. Naja, bis sie anfing, sich für den kyratischen Aberglauben zu interessieren. Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Expeditionen, die sie in die Berge schickt, um magische Gemälde oder sonst was zu finden. Ich bin ganz aufgeschlossen, was verschmerzbare Verluste zugunsten der Arbeitsmoral angeht, aber es kann nur eine bestimmte Zahl von Stiften gestohlen werden, bevor man jemandem die Hand abhacken muss. Zum Teufel habt ihr mir gegeben.